Ich habe das Gefühl, wir starten. Was fühlst du? Ich glaube, es darf noch irgendwas zum wirklich, dass wir voll ankommen miteinander, damit sich das noch weiter entfalten kann. Einfach spüren, dass wir uns fallen lassen dürfen, dass wir im Fallen lassen noch die andere anheben und sehen und segnen können, dass das ganz leicht ist, dass wir aus dieser Verbindung heraus jetzt alles erschaffen können. Und ich würde mich freuen, wenn du das Thema noch mal so ganz klar benennst. Ich war jetzt erstmal noch bei unserer Verbindung. Also ich bin heute sehr, sehr viele. Ja, also deswegen kann sein, dass sich mein Feld heute noch mal ein bisschen anders anfühlt, weil ich, wie gesagt, ja schon ein bisschen was gemacht habe. Und ich bin heute sehr, sehr, sehr viele. Da habe ich gesehen, wie diese vielen einfach mal kurz auf die Seite gegangen sind, sodass wir uns jetzt da auch ein bisschen klarer verbinden können. Die Gabe der Männer. Die Gabe der Männer. Die Gabe, das ist schön. Nicht einfach nur die Männer, sondern die Gabe der Männer. Das ist unser Thema heute. Schönes Thema. Ich bin bereit. Wie schaut es bei dir aus? Ich höre, wenn so Füße in einem Trommel, in einem Rhythmus gehen. Das höre ich gerade. Gabe der Männer und ich höre, wie sie kommen. Ja, ich bin bereit. Schön, danke. Es ist urlecker. Das ist voll nam nam. Was haben wir da? Na, sehr interessant. Okay. Ich habe das Gefühl, ich warte hier noch und wir reden erstmal, du redest erstmal über das, was da bei dir ist. Ich habe das Gerne. Gefühl, ich soll noch Bei mir warten. sind jetzt Drillinge gekommen. Also die Gabe der Männer wird nämlich unterstützt von zwei Karten. Die Gabe der Männer ist mal der Schlüssel des Vermächtnisses. Ja, also in der Stille liegt die Antwort auf deine Frage und hör. Und es ist unterstützt und getragen durch diese beiden. Ich zeige es jetzt mal einzeln, damit du es sehen kannst. Auf der einen Seite die Reise nach Avalon und auf der anderen der Tempel der Göttin. Es ist so wie bei Ja, das uns ist eine letztes schöne. Mal. Die Männlichkeit ist natürlich unterstützt von der Weiblichkeit und die Weiblichkeit von der Männlichkeit. Das geht nicht anders, ja? Die Weiblichkeit ist die Wurzel und der Boden für die Männlichkeit und dann kommt erst die Gabe der Männer raus. Das ist Sind sie mal eins, das hängt zusammen. Die Frauen haben die Räume und die Männer die Schlüssel. Und eins geht ohne den anderen nicht. Ja? Hast du keinen Raum, kannst du ihn nicht öffnen. Hast du keinen Schlüssel, kannst du überhaupt in den Raum nicht rein. Was machen jetzt die Weiber, die keine Männer daheim haben? Da geht es nicht um Mann und Frau im Außen. Das kannst du auch, ist völlig wurscht. Ne? Spaß. Oh, wie gemein, die anderen haben Schlüssel. Ich habe keinen. Ich brauche jetzt Nimm auch einen deinen Mann. inneren Mann. Hast genug zu tun damit. Schau mal die Gaben Ja, von also. deinem inneren Mann an, genau. Genau. Ja, das ist, aber es ist trotzdem, spiegelt sich das schön. Also in der Partnerschaft kann sich dieses Thema, was man mit sich selbst hat, ja, ganz schön im Spiegeln und präsentieren. Und dadurch kommt man auch oft in die Verwechslung. Verwechselt den äußeren Mann mit seinem eigenen Inneren. Ja. Und das ist auch eine schöne Bestätigung, gerade für die Frage, finde ich. Also die Gabe der Männer und es liegen zwei weibliche Karten da bei dir. Ja. Und ja.
Ah. Das wiederholt sich, das ist aber spannend. Das sind die gleichen Karten wie beim letzten Mal. Naja, interessant. Welche Karten kannst du sie mir zeigen? Ja. Das war die erste. Dann B. Ups. Ja, okay. Sag mal. Die war beim letzten Mal? Ja. Die war auch beim letzten Mal. Naja, das also für mich, das passt ja wunderbar zu dem, was ich gezogen habe, dass du auch wieder drei hast. Und unterstützt von diesen Doppelten, wo immer die, du hast zwei Drachen, zwei Pferde. Und du hattest letztes Mal ja auch die Herausforderung, ne? Ich hatte ja damals auch die Erlöste, jetzt habe ich auch den Schlüssel des Vermächtnisses. Und du hast nochmal den Prozess, den vielleicht den Weg. Noch vor sich haben. Ja. Ich habe die Geschichte hier zu liegen, die vielleicht auch es leichter macht, den Schlüssel dann zu nehmen. Ja. Die Geschichte beginnt hier. Ja. Excalibur. Folge deiner Bestimmung. Oh, wie treffst du dich ja, ne? Hm. Wie soll ich das erklären? Die Reise geht hin und wieder zurück. Versuch's mal so. Ah, super. Den Schmerz verursachen. Die Beginnung des Schmerzes, Trennung und keine Ahnung, was man sich alles unter Schmerz vorstellen kann und Leid. Und dann meine ich und weiblich. Aber beides war, also ist selbst das, dieser Ausgangspunkt war schon Bestimmung. Führt, dass sich Schätze entwickeln, dass jeder in sich ankommt, das hatten wir beim letzten Mal, um dann wieder die Schätze zu holen und dann wieder der Bestimmung zu folgen. Also das ist ein rein, raus, also das ist praktisch wie der Weg. Konnte man das sehen ein bisschen? Okay, jetzt geht's weiter. Ich glaube, bei mir kommt auch noch eine. Ja, ich hatte gerade das Gefühl auch, ja. Wow. Also wenn die Männer sich in ihrer Gabe unterstützen lassen, dann kommt das alchemistische Wissen heraus bei mir. Auch die Weisheit, also da ist ganz viel Weisheit. Und was ich bei dir gesehen habe, bei diesem ersten, ist das für mich auch eine Explosion. Es ist wie intergalaktisch, also wie wenn die verschiedenen anderen Galaxien sich verbinden mit der Erde. Ja, das ist so eine Verbindung aus dem Weltraum, aus anderen Welten, ja, mit dieser Welt, wie wir sie kennen. Und da ist dann schon was verbunden. Das ist das, was rauskommt aus der Verbindung, die Alchemie. Das eine wandelt sich ins andere. Ja. Und dann entsteht aus der Feinstofflichen etwas Grobstoffliches, das aber die gleiche Fähigkeit hat. Ja. Also das ist nicht nur grobstofflich, das ist beseelt. Das ist beseelte Materie. Und das ist die Gabe, wenn Männer wirklich Frauen begegnen, dann kommt diese beseelte Materie heraus. Es ist ja, die Worte sind immer weniger als das, was ich spüre. Ich glaube, das ist mal lyrisch. Für mich ist auch das eine ist, dass der Raum von außen nach innen, du kommst in einen Innenraum und beim Tempel der Göttin kommst du eigentlich von innen nach außen.
du entfaltest dich in die Welt. Und diese zwei weiblichen Parts sind als Unterstützung hinter der Gabe der Männer, damit der Schlüssel wirklich dieses alchemische Wissen entfachen kann. Ich merke, dass sich was befreit jetzt bei mir da hinten. Also der hintere Teil vom dritten Auge ist wie, der wird jetzt leicht. Ja. Ich spüre, dass ich da so was zusammenbringen möchte. Und auf der einen Seite, bei dir liegt die Gabe der Männer, das, was die Männer tatsächlich den Frauen und Weibern zu geben haben. Ne? Ja. Was sie ihnen geben. Und hier liegt der Weg, aber geführt aus der Perspektive der Frau. Okay. Wie fühlt sich das an? Und hier, also ich bringe es gerade mal zusammen. Ich hab deine Karten auch rausgesucht. Und hier, sie treffen sich praktisch in der Alchemie, ne? Die Karte, die du gezogen hast. Genau. Und für mich habe ich das Gefühl, dass in diesem, also soll ich das nochmal versuchen mal zu zeigen? Hier liegt das eine. Hier habe ich nochmal die gelegt, die von dir kam. Ja. Und hier, in dem Raum dazwischen, habe ich das Gefühl, liegt eine Botschaft. Upsala. Irgendwas ist hier, also ich merke, ne, irgendwie, hier ist die Information, die ist ganz, jetzt. Ich bin gerade ganz berührt, ich fühle mich gerade ganz weich und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass mir der Weg des Mannes geschenkt wurde und dir der Weg des Weibes jetzt in der Aufstellung. Genau, genau. So fühlt sich das an. Ja. Ja. Und hier ist aber was vielleicht hilft. Jedem, weil wir haben ja alles in uns. Mhm. Also irgendwas, also ich merke, hier ist irgendwie, irgendwas liegt hier. Irgendwas liegt da. Also ich spüre ganz stark Hingabe und sich einlassen. Ganz wichtig, damit sich das alles entfalten kann. Und zwar von der Seite des Mannes, ja. Ist einfach Hingabe und sich einlassen. Wie geil! Ja. Ja. Das war eben eine Karte, die wollte rausrutschen. Ich habe sie wieder reingesteckt, jetzt ist sie rausgefallen. Okay. Ich habe meine Brille vergessen, dann geht es heute ohne Brille. Dann nur mit dritten Auge. Ha. Okay. Merlins Höhle, du bist mit allem verbunden. Okay, da kommt bei mir auch eine. Ich habe wieder den Spiegel dazu. Glückseligkeit und Frieden. Mhm. Lass schlechten los, ja. Okay, schauen wir gleich mal. Das ist das zweite. Hingabe und wahrscheinlich ist Loslassen das noch einfachere Wort, was jeder nehmen kann. Ja, wobei es die Sache in meinen Augen auch mit Weiblichkeit verbunden. Ja. 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 Genau. Und was macht es mit dir? Welche Tätigkeit? Ich muss jetzt erstmal gucken. Ja. Hm? Passt. Ich fand es jetzt so interessant, weil die eine Karte, die du hochgehalten hast, so ein bisschen auch wie das Pendant dessen ist. So ist es, genau. Und du hast ja vorher gesagt, ja. Ah, jetzt, du hast das Gefühl, das ist für den Mann, diese Info ist für den Mann. Ja. Das ist wahrscheinlich dann einfach das Pendant für. Ja, cool. Die gleiche Uhr. Ja. Aber ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal gucken, bis ich Informationen kriege. Ja, und die Männer wollen auch ganz, die haben so viel Energie und die wollen einfach raus damit. Die wollen wirklich was tun. Die wollen sich auch einsetzen dürfen und geben dürfen. Also die Gabe der Männer ist auch tatsächlich das Geben. Geben dürfen, geben können. Es ist für mich ist so dieser ganze Weg und dieses Ganze, was das betrifft, männlich, weiblich und so weiter, für mich als wenn tief am Grunde eine Schatztruhe ist und wir erahnen alle, dass da eine Truhe ist, aber als hätte die noch keiner aufgemacht und als wüsste keiner, was da tatsächlich drin ist. So fühlt sich das gerade an.
Ja, also viele haben auch die Schatztruhe schon gefunden, ja, und sind auch schon dabei, die aufzumachen und freuen sich auch schon und haben das Gefühl, sie haben es schon, ja. Aber selbst die werden noch überrascht sein, dass dann viel mehr drin ist. Genau, und es geht ums Und Loslassen. Erst wenn du loslässt, alles, was du glaubst, was drin sein könnte, oder Vorstellungen, was du gerne hättest, was drin ist, erst bitte. dann kannst du überhaupt sehen. Genau. Genau. Loslassen, Genau. loslassen, loslassen. Genau. Wissen, da ist ein Schatz und gleichzeitig. Ja. Aber hier liegt noch. Ich bohre hier, ich halte hier noch ein bisschen fest, weil ich das Gefühl habe, hier liegen Danke. noch Informationen. Sehr gut. Dieses in die Stille kehren, bei sich einkehren, das ist für Männlein wie Weiblein ein Ja. wichtiger Prozess, aber auch nochmal unterschiedlich. Also es ist ein anderes Gefühl, was macht was anderes, wenn das Weib in die Stille kehrt? Wenn dieses Weib, also so fühle ich es gerade, ich prabbel einfach nur, ne? Ja. Wenn das Weib in die Stille kehrt, dann ist da eine wahnsinnige, also dann ist da viel. Also wie soll ich das erklären? Es ist eine andere Stille, als es Eine jetzt hier stille zum. Stille, fülle Stille. Ja, Ja. genau. Und beim Mann ist es Und eine beim. sprachlose Stille. Sprachlos, wortlose Stille ist beim Mann. Genau. Und ich habe auch noch was gefunden. Das Dimensionstor. Das war jetzt das Pendant zu dem, was bei dir gekommen ist. Bei mir ist das Dimensionstor. Also du hast gesagt, du möchtest noch tiefer bohren. Und das Dimensionstor, also noch tiefer als der Schatz, ist das Dimensionstor. Und das habe ich auch am Anfang schon so empfunden, wo ich sagte, das ist intergalaktisch, da kommen Universen treffen mit Erde zusammen, wobei ich das logisch nicht erklären kann, weil Erde ist ja auch nur ein Teil von einem Universum. Aber für mich fühlt es sich an wie Universen begegnen der Erde. Ja, für Dimensionstor. mich ist das bedeutet einfach tatsächlich dieses Übergeordnete. Sprich, hier sind wir ja in der Materie und im erlebten Raum, aber die Realität findet ja eigentlich, oder dieses Wahrhaftige findet ganz woanders statt. Und alles, was wir dort in dieser Ebene tatsächlich beschließen und machen wollen, das erleben wir auch hier. Ja, und das ist einfach dieses Übergeordnete oder dieses Dahinterstehende oder aber auch dieses kosmische Verbundene oder wie auch immer. Und wir sind ja in der Zeit, dass genau das jetzt hierher kommt und in die Verbindung geht. Deswegen machen wir den ganzen Kram ja. Deswegen ist ja dieser ganze Prozess, ne? Dass wir jetzt das hierher auf die Erde integrieren, unsere ganzen noch mehr Lichter und was Yes. weiß ich. Ja. Und ich habe mich auch Ja, ein danke, dass du mir das Tor eröffnet hast. Dadurch komme ich jetzt wahrscheinlich noch tiefer. Ah ja. Ja, das ist die Bestätigung von der Alchemie. Ja. Ne? Da tiefer liegt dann tatsächlich einfach, ja, das, was du schon gesagt hattest mit der Ja. Alchemie. Und auch die Frage, ob wir nicht aus dem Wasser kommen, ja. Also die afrikanische Geschichte stellt ja zum Beispiel die Weltenentstehung völlig anders dar. Die sagen, da ist ein Wasserball mit Feuer zusammengetroffen und daraus hat sich dann die Erde gebildet. Und die ersten Wesen waren im Wasser, dann sind sie auf die Erde und dann in die Luft. Das heißt, die Wesen, die in der Luft fliegen, wie die Vögel und so weiter, sind die am höchsten entwickelten. Ich glaube, dass es da sehr viele Wahrheiten Ja, gibt in und sehr jeder viele Tradition eine andere. Schöpfungsgeschichten gibt, weil wir ja auch mehrdimensional sind und alles gleichzeitig ja schon ist. Also alles ist schon und wir erleben die einzelnen Sachen. Und je nachdem, welche Erfahrung man selbst schon gemacht hat, kann man natürlich von diesem Raum sprechen. Und ich glaube, dass das eine Schöpfungsgeschichte ist, die so auch ihre Wahrheit trägt und für einige auch im Hier und Jetzt wichtig ist, um sich selbst nochmal zu erkennen, den eigenen Weg nochmal zu akzeptieren. Das aber nicht heißt, dass das nur die einzige Möglichkeit ist. Also ich selber bin da ja auch schon getaucht, logischerweise. Es Und kommt ja es kommen immer nur, unterschiedliche genau, und in jeder daraus. Lesung kommen einfach verschiedene Welten. Wir haben verschiedene Impulse, ja. Und wenn du dich Genau. angesprochen fühlst, dann hat es was mit dir zu tun, sonst hörst du es wahrscheinlich eh gar nicht so bewusst heraus. Genau. Sehe ich das? Genau. Ja. Ja. Ich nehme da halt Ja, das. und das Wissen, was Ja. Gerne, Das sprich. Wissen, was dahinter liegt, die Alchemie, das ist Schöpfung. Das ist einfach bewusst, um die ganzen Verbindungen zu sein, bewusst dessen zu sein, was ist, und in diesem bewussten Wissen zu handeln. Das ist auch kein egoistisches Handeln, das ist in dem Wissen nicht möglich. Es ist immer eine Verbindung mit allem.
Zeitraum, alles spielt hier eine Rolle. Und das ist aber, wenn dieser Prozess von Mann und Weib integriert ist, beendet ist, ist das einfach unser Potenzial und unser Wissen, was wir dadurch erreicht haben. Die männliche Kraft und die weibliche Kraft ist da und arbeiten und können dann einfach schöpfen und kreieren. Genau. Mir fällt jetzt trotzdem noch einmal diese Schöpfungsgeschichte ein, deswegen sage ich es noch einmal. Feuer steht ja auch für die männliche Energie, auch bei den fünf Rhythmen. Es gibt ja so viele Menschen, die erforscht haben, wie kommst du überhaupt, und diese orgiastische Welle ist ja auch die männliche Energie, trifft die weibliche, dann entsteht Chaos, daraus entsteht Lyrik und dann entsteht Stille, in der alles erschöpft, geschaffen und geschöpft wird. Und ich habe hier auch wieder diesen Blick darauf, dass also die Dimension von Meerjungfrauen ist ja, dass du unter Wasser auch atmen kannst. Und wir tatsächlich konnten ja auch im Mutterbauch mit den Kiemen atmen. Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Erlebnisse und Erfahrungen in unserem Leben als Mensch. Ja? Und wir sind auch nackert, was normalerweise auch nur Tiere haben, die im Wasser leben. Fast alle Tiere an Land haben irgendeine Art von Fell oder Federn. Ja? Und wir als Menschen haben das nicht. Also ich bringe jetzt einfach nochmal diesen Aspekt einfach herein, dass wir auch diesen Aspekt des Menschseins uns nochmal gewahr sein dürfen. Und auch, dass das Wasser mit der Luft verbunden ist. Wir sind ja jetzt auch in einem neuen Zeitalter, wo halt auch gleich das Thema der Luft mal ganz vehement aufkommt, durch das Maskentragen und verschiedene andere Qualitäten, die gerade im Feld sind, ja, haben wir das Thema Luft ganz, ganz stark. Und das ist sicher kein Zufall. Wir haben uns mal auch so in diese Bereiche reinbegeben und Bereiche von wo kommt das Leben her und wie entwickelt sich es weiter und so. Und in dem Zug haben viele gesehen, dass auch jetzt in dem Bezug, was jetzt kommt, dieser neue Mensch, den wir in uns selbst gebären, ja, auch da haben viele dieses Bild aus dem Wasser, wie wir aus dem Wasser kommen und an Land kommen. Also dieses Bild kommt in vielen Bereichen immer wieder, ja. Wasser steht ja aber auch für Unterbewusstsein, wir kommen ja auch aus dem Geist. Also man kann das in viele Bereiche noch mit. Ja. Und Wasser, wir bestehen ja zu 90 auch in unserem Körper. Wir haben ja so viel Wasser auch in unserem Körper. Wasser ist so wichtig. ANA bedeutet auch Wasserlicht, also es ist auch die Geburt von der Wasserlicht. Also da kommt Wasser und Licht wieder zusammen. Ja. Für mich ist Manifestation auch, wenn Licht und Wasser zusammentreffen. Oh ja. Das Licht ist wie der Raum. Ohne Licht kann gar keine Manifestation sein. Nur in dem Licht kann sich etwas manifestieren. Ja, und das Wasser braucht, also das braucht dieses Zusammenspiel. Ja. Und auch Wasser ist. Da fällt mir jetzt auch noch was ein. Ein Freund hat unlängst gesagt, wie geht das eigentlich? Du brauchst nur so wenig Erde, also aus der Erde kann so eine Pflanze gar nicht entstehen. Die bekommt nur Wasser und Sonnenlicht und nachher ist die viel mehr Pflanze, als vorher Erde da war. Also wie geht das überhaupt, ja? Und da haben wir auch diese Alchemie. Es ist so. Es geschieht so. Und das können wir, und wenn wir uns dessen gewahr werden, dass das nicht nur in Pflanzen geschieht, sondern auch in uns und in unseren Beziehungen, ja, klar ist dann die Welt völlig eine andere, als wir sie bis jetzt gedacht haben. Und dann komme ich wieder zurück zu diesem Raum, den du jetzt dazwischen gesehen hast, dass wir einfach nochmal, das ist genau dieser Raum, dieses Loslassen von irgendwelchen Vorstellungen, ja, und auch wenn jetzt bei uns so viele Aspekte hervorgekommen sind, lass einfach alles los, ja, lass es auf dich wirken, nimm es an, gib dich dem hin und lass es gleichzeitig immer wieder los, immer wieder loslassen. Ja, das ist der Schlüssel für die Schätze, fürs Entdecken, fürs wirkliche Entdecken dieser Dimensionen der Schätze. Und man sagt ja auch zum Liebsten, mein Schatz, egal ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ne? Bist mein Schatz. Das ist ja auch immer in der Begegnung, erleben wir uns und entdecken uns unser wahres Sein. Deswegen, wir können uns nicht trennen, weil dann trennen wir uns von uns selbst. Das haben wir ja probiert und haben es, das geht ja trotzdem nicht. Das ist der Weg. Da kommen wir ja. Das haben wir ja kapiert. Mit unseren Schmerzen herum. Ja. Ich habe so das Bedürfnis, hier nochmal kurz für mich so ein Fazit zu ziehen. Die Gabe des Mannes ist der Schlüssel.
es ist ihm sein Auftrag und sein Wohlempfinden, wenn er dem Weiblichen helfen kann, begleiten kann. Dienen. Dienen kann. Um ihn dann am Ende mit ihnen gemeinsam den Schatz zu öffnen mit dem Schlüssel. So. Also, liebe Weiber, erinnert euch dran, die Männer wollen nichts Böses, die wollen euch nur verhelfen. Viele Diamanten und Ringe und Schätze zu kriegen. So ist dann das Bild in der äußeren Welt. Hier, mein Schatz, ich kaufe dir einen teuren Ring, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe. Das ist der falsche Schatz, mein Mann. Und den anderen. Ja, und liebe Männer, wenn ihr eine Frau an der Seite habt, die das für den richtigen Schatz hält, wenn das okay ist, man kann ja immer, wenn beide das... Ja, dann frag dich, wo du, in welche Richtung du weitergehen möchtest. Ja, es geht immer darum, in welche Richtung möchtest du gehen und erkenn's an der Resonanz im Außen. Ja. Bei mir hat sich was bewegt. So schön. Also hier, die liegen da drunter. Ja. Und die liegen unter ihm praktisch. Das hat sich zusammengelegt. Und aus denen kann ich jetzt noch mal neu gucken. Im Grunde ist alles Alchemie. Ja. Weil alles irgendwie miteinander in Verbindung steht, aufeinander reagiert und miteinander neue Sachen kreiert. Mhm. Und dieser ganze Weg kann man auch als alchemistischen Prozess bezeichnen, ja, der am Ende herausbringt, dass wir bewusste Alchemisten sind und nicht diesem alchemistischen Prozess ausgeliefert sind, sondern wir erleben ihn praktisch, um dann am Ende ganz bewusst auf jede einzelne Facette dieses alchemistischen Prozesses darauf zugreifen zu können und daraus auch neue Formeln zu kreieren oder wie auch immer. Also außerhalb von jeglicher Form von Wertung und Emotion ist es einfach nur ein gigantischer, intensiver Prozess, den wir uns da gönnen, um einfach noch besser und bewusster im Hier und Jetzt schöpfen zu können und die einzelnen Qualitäten noch ausleben zu können. Ich würde sogar sagen, wir wissen nicht einmal wofür. Es ist einfach die Freude am Spiel. Es ist einfach die Freude an dem Prozess. Ja. Ja. Dann ist das jetzt die Botschaft für den Mann, die jetzt hier rausleuchtet. Das, was dazwischen lag, formt sich jetzt nochmal als Botschaft für den Mann. Egal, was das Weib da draußen macht, bleib in deiner Mitte. Bleib in deiner Mitte, bleib in deinem Wissen. Lass dich von den ganzen Wirbelreihen nicht durcheinander bringen. Das ist wichtig für sie auch. Ja. Und vielleicht auch als letzter Test für dich, um zu gucken, da das Feld auch stabil halten zu können. Hab Geduld, dauert nicht mehr lang. Ja, und auch wirklich ihn loslassen, ja. Acht mal drauf, so im Alltag, in jedem Moment, kann ich das jetzt auch wieder loslassen? Und dann taucht ein Gefühl auf, und kann ich das auch wieder loslassen? Ja, also loslassen ist auch ganz wichtig, im Moment einfach ganz wichtig. Ja, und auch das Wissen um die eigene Qualität, auch wenn man beides in sich hat, männlich, weiblich, immer in sich trägt und auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich das auch ausleben kann oder wie auch immer, so habe ich doch einen weiblichen Körper und das ist auch vollkommen okay. Also ich darf auch mich auf das beziehen, das, was ich jetzt gerade habe und das auch wirklich zum vollen Ausdruck bringen, ohne von mir zu erwarten, dass ich jetzt das Männliche liefern muss. Genau. Ich darf mit mir und dem Männlichen in Harmonie sein, aber ich darf das ausleben, was ich jetzt hier auch gerade bin. Wenn das passt für mich, wenn das in meinem Leben darf sein, wie ich bin. Genau das. Ja. Und es ist ein Spiel, kommt jetzt. Es ist ein Spiel, was nicht mehr auf
Geschlechter bezogen ist und auch nicht auf Mann und Frau bezogen ist und also auf Menschen bezogen ist. Es ist ein kosmisches Spiel, ein alchemistisches Spiel und hat auch mit dieser Polarität zu tun. Die das Spiel erschafft. Ohne Polarität gäbe es gar kein Spiel. Als letztes kommt, genießt einfach das Spiel. Das, was du vorhin schon gesagt hast, es geht. Ja? Genießt einfach den Prozess. Es gibt nichts Geileres als genau diesen Prozess. Ja, und eigentlich ist es doof, wenn es rum ist. Den Männern und den Weibern kommen ja auch wieder die Kinder. Und was können die am besten? Spielen. Für mich ist es rund. Ja, es ist rund. Hier, bei mir ist auf Deckel drauf abgeschlossen. Das ist nicht super. So, schön. Das war jetzt spannend nochmal mit den Männern. Ich bin gespannt, was wir als nächstes für ein Thema haben. Und wenn ihr ein Thema habt, was euch mega interessiert oder was bei euch rumwirbelt, dann schreibt es in die Kommentare, dann widmen wir uns auch total gerne dem. Mal sehen, was kommt. Ansonsten, das war spannend. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, oder? Beim Loslassen. Ja, beim Annehmen und Loslassen und sein lassen und Prozess genießen. Ja. Juha, wir leben. Ciao, ciao.